Scheiße. Es ist wieder soweit, man sieht seinen eigenen Atem. Moin! Und damit herzlich willkommen am Set. Hallo. Eigentlich eine ziemlich geile Nummer heute. Wir haben mehrere kleine und mittelgroße Sketche, die wir drehen müssen. So, das ist es auch schon. Warum machen wir das? Weil die Kleidung sehr wuschelig ist heute und man kann die dann nicht einfach anstecken. Was brauchst du? Tape. Okay. Deshalb hatte Joscha gerade die Idee, das einfach in die Cap zu kleben von innen. Dann schauen wir mal, wie es das anhört. Was ich ja super gerne mache, ist einfach mit dem verfügbaren Licht zusammenarbeiten. Das ist total geil, gerade wenn man riesige Fenster hat, weil das natürlich hier reinkommende Licht meistens ohnehin am schönsten aussieht und man dann mit wenigen kleinen Akzenten direkt einen richtig geilen Look hat, ohne dass man irgendwie von null anfangen muss, super viel Technik, Crew und was das eh nicht was benötigt. Wenn man wirklich mit Available Light arbeiten möchte oder muss, wäre mein Haupttipp, nicht zu viel zu machen, sondern eher vorhanden ist, so ein bisschen verstärken. Der Riesennachteil dabei ist natürlich gerade in Deutschland, dass Available Light nicht konstant ist. Das heißt, man ist ein bisschen, aufgeschmissen, wenn plötzlich out of nowhere die Sonne scheint, obwohl vorher irgendwie alles voll mit dichten Wolken war. Natürlich ist genau das heute passiert. In einem schön eingeleuchteten Set kam plötzlich die Sonne raus und ich musste nochmal alles von vorne neu anpassen. Deswegen bin ich auch so ein Fan und epicht darauf, dass unsere LED-Lampen immer stärker werden, weil zum Beispiel unsere 600D mit einer Softbox gerade so stark genug ist, um als Keylight noch zu funktionieren, wenn die Sonne reinscheint. Wenn ich die jetzt aber ein bisschen weiter wegstellen müsste, dann wäre es direkt zu wenig Power und ich würde mir wünschen, dass wir was mit noch mehr Wumms haben. Sascha, was ist das wichtigste Tool von den Sachen, die hier liegen? Der Kaffee oder? Offiziell der Kaffee? Nee, das ist das Drehbuch. So ernst muss es leider sein, das ist das Drehbuch. Das Drehbuch ist, egal was passiert, das wichtigste Tool. Weil im Zweifel kann man den ganzen Scheiß auch mit einem Handy drehen. Aber man braucht schon noch eine Idee! Aber ich kann nichts anderes! Lisa, du warst ja früher nicht so ein Fan von C-Stance. Hat sich das mittlerweile ein bisschen erledigt oder ist immer noch scheiße? Gute Frage. Also ich würde jetzt ja sagen, aber nachdem du mich gerade dabei gefilmt hast, wie ich es so richtig verkackt habe, glaube ich, muss ich die Aussage nochmal revidieren. Aber die Frage ist, magst du C-Stance mehr als du? Ja, auf jeden Fall. Das tolle Information, schaltet jetzt ein und guckt unseren neuen Tutorial für nur 100,99 € im Minutentakt. Das wird gar nicht übersteuert sein. Wunderbar. Was machst du da? Warum liegst du rum bei der Arbeit? Weil ich inspiziere, wie Lisa hier Mikrofone versteckt. Und weil sie gerade keinen Monitor hat und nicht sieht, wie es auf der Kamera aussieht, versuche ich mein Wissen jetzt mit ihr zu teilen, denn man konnte das Kabel noch sehen. Das kann jetzt jeder sagen. Faktisch schlafe ich hier einfach und fand meine Ausrede wirklich gut. Bitte machen Sie die Kamera aus, Sie belästigen mich hier in meiner privaten Zeit. Okay, wir sind abgedreht, abgepackt und eine Sache gehen wir jetzt noch. Machen wir es zeitlich hinbekommen. Los geht's! Das Ding ist, wir haben auf unseren Flowtech 100mm Stativ Beinen. Die Beine sind geil, die haben wir uns irgendwie letztes oder vorletztes Jahr geholt. Und wir haben so einen uralten Sachtler Video 18.3 oder sowas Kopf. Und er ist 25 Jahre oder sowas alt. Den hat Joscha irgendwie gebraucht, auf eBay sich damals geholt. Und das Ding ist leider nicht mehr meinem Qualitätsanspruch entsprechend, weil der knarzt an manchen Stellen, es ist alles so ein bisschen locker, es zieht nicht mehr so ganz fest und das ist super nervig. Deswegen war mein Gedanke, wir gehen schnell vom Set hier vorbei bei Teltec und gucken mal, ob die irgendwie Köpfe vor Ort haben
dass man mal ein bisschen Gefühl dafür bekommt, weil ich will nicht einfach einen Kopf kaufen, der irgendwie gut aussieht oder ohne den jemals angefasst zu haben. Ich finde gerade ein Stativ, da geht super viel um Feeling, um wo liegen die Bremsen, wie liegt der Schwenkarm. Und das ist eine Sache, die muss man einfach mal live ausprobieren. Vor allem jetzt zu Zeiten von Corona sind Lieferengpässe überall. Alles hat irgendwie krass lange Lieferzeiten. Sachtler gibt's nicht, Camgear gibt's offenbar nicht, Miller gibt's nicht. Und O'Connor oder sowas ist ein bisschen Overkill für das, was wir machen. Leider wurde mir also hier nur theoretisch geholfen, nicht praktisch. Und die Suche geht weiter. Hallo. Hallo. Lisa, hast du einen Hashtag des Tages für uns? Oh, was ist dein Inhalt jetzt gewesen? Ja, du warst da dabei. Das ist bisher alles an Inhalt. Hashtag Kopfsache. Oh. Ja. Finde ich gut. Dann viel Spaß und Erfolg morgen. Schön. Wir sehen uns ja aber nochmal. Genau. Soll ich dir nochmal schreiben? Ja, mach das gerne. Ich glaube, aber ich denke dran, aber es kann nie schaden. Okay. Mach's gut. Ciao. Vielen lieben Dank für heute. Jo, ich denke. Schlaf gut. Ja, danke. Lisa ist morgen wieder extern bei einer anderen Produktion mit dabei. Jedenfalls bei so Sketchdrehs wie heute sind wir technisch eigentlich eher relativ spartanisch unterwegs. Also ich gucke, dass man so viel wie möglich mit nur einer Lampe hinbekommt. Wir hatten heute unsere 600D mit der Light Dome 2 im Einsatz und viel mehr möchte ich gar nicht. Der Rest ist so ein bisschen auf Halt. Wir hatten zum Beispiel unsere Nova noch aufgebaut, die kam aber letzten Endes gar nicht zum Einsatz. Und hier und da mit kleinen Lampen gearbeitet. Zum Beispiel haben wir als Spitzlicht eine von diesen Billo Laofas Mini-Funzeln an eine Autopole befestigt. Schön zwischen Fensterrahmen, da wo sie halt aus dem Bild ist, ist total chillig. Auch Autopoles, so ein Ding, haben wir immer dabei, nutzen wir mittlerweile zu wenig, möchte ich mir jetzt auch wieder angewöhnen. Und andere Laofas habe ich als, ich nenne es mal, Special-Licht eingesetzt bei einer Szene, wo wir am Fernseher eine Reflexion brauchten, um ihn als Fernseher überhaupt erkennen zu können. Und das ist total geil, einfach irgendwie schnell so eine kleine Lampe irgendwo hinzupacken und plötzlich sieht das Bild geil aus. Also es ist ja oft wirklich nur so ein Müh, was man braucht, um wirklich ein schönes Bild zu kreieren. Meistens macht man eher zu viel, würde ich behaupten. Und weniger ist da oft mehr. Alles klar, ich mache es auch Feierabend. Was mich heute interessieren würde, ist, wie viele Leute von euch mit Available Light arbeiten. Vielleicht ausschließlich, vielleicht akzentuiert, vielleicht in der Fotografie. Whatever, Available Light-Geschichten will ich heute hören. Falls ihr keinen Bock darauf habt oder nichts dazu zu sagen habt, schreibt einfach den Hashtag des Tages. Hashtag des Tages Kopfsache. Das hilft uns, hilft dem Algorithmus. Vielleicht auch nicht, aber wir werden es weiterhin probieren. Vielen Dank auf jeden Fall und schönes Wochenende, stimmt. Bis Montag. Ciao. Das war scheiße.